Das Weltall, unendliche Weiten. Gar nicht auszudenken, was man in so einem gigantischen Universum alles anstellen könnte, oder? Urheberrecht liegt bei N&N. Copyright liegt bei der NASA. So, nachdem wir alles Lizenzrechtliche geklärt haben, würde ich sagen, sehen wir uns eines der, vermute ich, ich bin mir nicht sicher, aber doch ein sehr bekanntes Online-Spiel an. Eigentlich müsste ich es wahrscheinlich nicht mal vorstellen, aber ja, warum nicht? Nämlich O-Game. Indem wir genau das tun, was ich vorher gesagt habe. Man kann das ganze, ja, Weltall, die ganze Galaxie besiedeln, besitzen. Und ja, ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, wie das Ganze hier abläuft. Übrigens im Vorhinein schon eine Anmerkung. Ich habe O-Game schon mal gespielt, das ist allerdings einige Jahre her, inzwischen hat sich vieles verändert. Und nun, da ich mich erst heute angemeldet habe, kann ich natürlich noch nicht allzu viel sagen, eigentlich. Aber wenn es sich noch ähnlich verhält, sagen wir mal so, wie damals, ist es ein durchaus sehr interessantes Spiel. Und genau deswegen stelle ich es vor. Also hier sehen wir mal die Übersicht über meinen Planeten. Ja, der heißt halt Substar, kann man auch ändern. Egal, hier eine kleine Übersicht, was wo geforscht wird, wo gebaut wird und so weiter. Die Ressourcen, Metall, Kristall, Deuterium und ja, das obligatorische, der obligatorische Rohstoff für alle, die Geld investieren. Und Energie, wer C und C gespielt hat, der kennt sich mit Energieversorgung natürlich aus. So, kommen wir mal zur Grafik. Wie man hier sieht, ja, es ist und bleibt auch wieder kein 3D-Spiel, wird hier auch keine hohe Wertung erlangen von mir. Aber ja, also Kämpfe und so weiter finden immer noch als Zahlenkampf statt. So viel weiß ich, obwohl ich selbst noch keine Flotte habe. Es sei denn, man hätte mir falsche Informationen geliefert, also bitte, ich gebe wie immer keine Gewährleistung. Jedenfalls, es ist ein sehr Excel-lastiges Spiel. Ich sage es bei vielen Spielen, aber es ist in diesem Spiel wirklich so. Auch wenn im Vergleich zu früher, also wie ich es noch gespielt habe, als ich noch jung war, früher war es sehr, sehr, sehr Excel-lastig. Also man hat wirklich die Tabellen gesehen und alles, also nicht sonderlich attraktiv. Jetzt ist das Ganze aufgelockert worden, wie man sieht. Es sind sehr schöne Grafiken, sehr detaillierte Grafiken und ja, kann man gut ansehen. Wie gesagt, es ist kein 3D-Spiel, es hat fast null Animationen, deswegen kann ich dem Spiel nicht mehr geben wie eine 4. Aber nun, wenn dieser Stil gefällt, mir gefällt er zum Beispiel, der kann seine persönliche Wertung eigentlich höher setzen. Obwohl ich eigentlich auch persönliche Wertungen lieber mag. Aber diskutieren wir nicht lange rum. Sie verstehen sicher, was ich meine. Nun kommen wir zum Gameplay. Worum geht's? Also, man errichtet zuerst eine Grundversorgung, also eine Metall-Kristallmine und Deuteriummine und muss diese auch mit Solarkraftwerken mit Energie versorgen. Und wenn man dann mal eine Grundversorgung hat, also das kommt hier langsam, das Metall tröpfelt herein und ja, dann baut man Anlagen, wie zum Beispiel Forschungslabor oder Raumschiffwerft oder dergleichen. Später im Spiel, was man jetzt hier sieht, Nanitenfabrik und Terraformer, Raketensilos, also alles Mögliche. Und vor allem die Forschung ist sehr motivierend. Der Forschungsbaum ist nicht groß, wie man sieht, aber jede Stufe ist teuer, jede Stufe dauert lange, wie alles im Spiel. Alles im Spiel dauert sehr lange, je höher man hinaufkommt. Also ein Bauprojekt einer verbesserten Raumschiffwerft dauert dann halt mal in höheren Stufen gut und gern mal ein paar Tage. Ich demonstriere hier mal, nehmen wir mal den
Todesstern ist, glaube ich, ziemlich das größte und mächtigste Gebäude. Da kann ich Ihnen auch zeigen. Hier ist eine Übersicht, wie viele Ressourcen man braucht, wie viel man bauen kann. Der Tech Tree, also welche Bedingungen man vorher erfüllt haben muss. Sehr schön. Zu jedem Gebäude und so weiter gibt es auch eine kleine Geschichte, also alles sehr liebevoll aufbereitet. Schauen wir mal, steht hier wie lang? Nein, leider steht keine Produktionsdauer, aber ich gehe mal davon aus, dass es einige Wochen dauern wird, bis so ein Todesstern mal fertig ist, weil wenn man sieht, 5 Millionen Metall, 4 Millionen Kristall, nicht ohne. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Es geht auch darum, man kann sich einer Allianz anschließen, was man auch tun sollte, ansonsten ist man im späteren Spielverlauf ein leichtes Opfer, egal wie viele Verteidigungsanlagen man aufbaut. Und des Weiteren, man sollte natürlich auch selbst sehen, dass man andere Spieler angreift, attackiert, vernichtet, was auch immer. Denn das ist der eigentliche Reiz des Spiels, seien wir mal ehrlich. Also einfach nur alles aufbauen und so, das ist nicht sonderlich motivierend in dem Spiel, vor allem weil es außer, ja, wenn man ein Gebäude gebaut hat, steht unten 1 für erste Stufe und dann kann man es immer wieder weiter aufbauen und das Einzige, was sich verändert, ist die Zahl unten. Das ist nicht motivierend in dem Sinn, obwohl man sich natürlich über jede Stufe freut. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe dem Spiel eine 3 für sein Konzept, für alles zusammen. Ein schönes Spiel, wirklich, von dem her. Und natürlich die Vorteile, die Bezahlspieler haben. Es gibt in diesem Spiel drei Ressourcen, ich nenne sie mal primäre Ressourcen. Dann die, ja, eigentlich sind es vier mit der Energie. Und eine Ressource ist dunkle Materie. Ich kann das mal demonstrieren. Dunkle Materie, wir können ja mal nachschauen, was dunkle Materie kostet. Ich gehe davon aus, dass es nicht allzu teuer sein wird, aber ich sag mal, mit dunkler Materie kann man, ja, okay, hier sieht man nicht viel. Ah ja, 100.000 Einheiten dunkler Materie für 8 Euro, ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel solche Updates, also solche verbesserten Dinge kosten, aber ich gehe mal davon aus, dass das schon eine ordentliche Sache ist, weil 8 Euro ist ein Haufen Asche. Damit kann man sich zum Beispiel hier diesen Commander kaufen, der einen eine Bauliste gibt, von Werbung befreit, dann wieder andere verbessern die Spionagefertigkeiten und so weiter. Ja, hier sieht man es, 3 Monate für diese 8 Euro. Ja. Ist auch ein schöner Betrag, sage ich mal. Aber ich grundsätzlich kann ich dem Spiel eine 2 bis 3 dafür geben. Also für die Vorteile. Sie sind schon recht hoch und so weiter. Aber ja, gut. Ich denke, da kann man mal drüber hinwegsehen. Und ich bitte uns nochmal, wenn man mit dem Spiel Spaß haben will, schließt man sich eine Allianz an und geht mit der zusammen auf ja, Kriegs. Zug, wie auch immer, denn ansonsten macht das Spiel einfach nur halb so viel Spaß. Ja, und das war es eigentlich auch schon von O-Game. Ein interessantes Spiel, ein bekanntes Spiel. Und grundsätzlich habe ich außer der Grafik keine großen Kritikpunkte gefunden bisher. Deshalb kann ich ruhigen Gewissens sagen, ja, wenn ihr ein paar Freunde habt, die es auch spielen, gründet eine Allianz, schließt euch zusammen und spielt dieses Spiel. Und dann gehört diese ganze Galaxie irgendwann nur euch.